Weiter geht es mit einem Interview mit dem Fischamenta-Bürgermeister Thomas Ramm. Herr Bürgermeister, was gibt es neu in der neuen Corona-Woche? Ja, also bei uns im Fischamenta ist die Lage sehr, sehr gut. Es ist alles im Griff. Wir haben im Moment keinen einzigen Fall, der offiziell bekannt ist. Bis jetzt sind überhaupt nur 2 Personen erkrankt gewesen. Es sind beide wieder gesund, beiden geht es gut. Also die Stimmung ist sehr gut, die Leute sind sehr diszipliniert und wir sind sehr zufrieden. Wie waren die Auswirkungen des ersten Einkaufssamstag oder der Öffnung der Geschäfte zu bemerken? Ja, also wie gesagt, die Leute sind sehr diszipliniert und das hat sich alles sehr positiv herausgestellt. Und natürlich, also besonders unsere Dienstleister waren natürlich froh, die Friseure und so weiter, dass sie jetzt endlich aufmachen haben können. Und auch die Gastronomen sind natürlich schon freudige Erwartung, dass es bald losgehen kann. Welche Zeichen setzt Fischamenta die Gemeinde gegenwärtig bei dem Schrittweisen in Normalbetrieben? Ja, also wir als Gemeinde selbst haben ja natürlich auch uns an alles gehalten, an alle Vorgaben. Es ist aber im Moment so, dass wir versuchen, das Gemeindeamt schon langsam vorsichtig zu öffnen. Das bedeutet, wir werden den Parteienverkehr wieder in Kraft setzen mit vorheriger Anmeldung und so langsam wieder das normale Leben auch auf der Gemeinde und in den Gemeindeeinrichtungen auch wieder beginnen zu lassen. Das heißt, es beginnt langsam der normale Alltag wieder Fuß zu greifen, natürlich mit Kurzarbeit und mit all den Maßnahmen, die in dieser Stunde geboten sind, um keine zweite Welle heraufzubeschwören. Naja, wir als Gemeinde selber haben ja keine Kurzarbeit, also das muss ich schon sagen, dass die Gemeinden keine Kurzarbeit in Anspruch nehmen dürfen, aber natürlich, wir haben versucht auch Schichtbetriebe zu machen, diverse Einteilungen, dass nicht zu viele Leute auf einmal auf einem Fleck auch sind und sich auch gegenseitig hier nicht anstecken können. Und ich bin wirklich sehr zuversichtlich, es läuft alles sehr gut. Wir haben auch ein tolles Gesundheitsmanagement aufgebaut. Das heißt, unsere Gemeindeschwester ist in Einsatz gemeinsam mit den First Respondern. Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Ärzten. Die wurden übrigens alle aufgrund unserer Initiative auch getestet und sind natürlich alle zum Glück negativ. Und das sind alles Maßnahmen, die uns sehr helfen. Und wie gesagt, wir haben höchstens 2 Fälle gehabt, derzeit keinen. Und das bei ungefähr 6.000 Einwohnern. Da können wir schon sehr zufrieden sein. Wie sieht es denn im Sportbereich aus? Naja, im Sportbereich ist es so, dass es hier auch wie überall diese Einschränkungen gibt, beziehungsweise auch diese schon langsam gelockert werden. Ich werde mich diese Woche einmal mit unseren Vereinen auch zusammensetzen und in Kontakt bringen, weil hier schon die Frage ist, wie man starten kann, weil die Sicherheit und Gesundheit steht immer noch an erster Stelle. Seniorencenter in aller Munde, die Besuche dürfen endlich wieder stattfinden. Wie schaut das in Fischamenta aus? Ja, wir haben ein Seniorenzentrum, das von der Humanocare betrieben wird. Ich muss sagen, hier auch hervorragend, hier wird hervorragend gearbeitet, hervorragende Sicherheitsvorkehrungen. Und wir als Stadtgemeinde sind hier auch in ständigem Kontakt. Wir tauschen uns aus, auch was Schutzmaßnahmen, was Schutzausrüstung und so weiter betrifft. Wir haben auch keinen einzigen Fall bei unserem Seniorenzentrum gehabt. Und darum ist es besonders wichtig, jetzt bei der Eröffnung auch vorsichtig zu sein. Was wollen Sie in diesem Beitrag den Fischamentern und Fischamenterinnen noch mitgeben auf dem Weg in dieser Woche? Ja, also ich möchte mich einmal bedanken für die Disziplin und ich glaube, die Zahlen im Fischament zeigen, dass sowohl die Disziplin der Bevölkerung als auch die Maßnahmen der Gemeinde hier greifen und hier sich auch wiederfinden. Und ich ersuche jetzt trotz der Öffnung vorsichtig zu sein, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten, Abstand zu halten und natürlich auch die Masken auch zu nehmen. Und was mein besonderes Anliegen ist, wenn es jetzt zur Öffnung kommt, die Dienste in Fischamenta in Anspruch zu nehmen, die regionale Wirtschaft zu stärken. Das heißt, die Geschäfte, die Dienstleister und ziemlich bald auch die Gastronomie durch Besuch und Konsumation zu unterstützen. Danke, Herr Bürgermeister, für das Gespräch.